Einen wunderschönen guten Tag, liebe Farmer und Farmerinnen, und willkommen zu einem weiteren Erklärvideo, und zwar zur Farmhalle. Okay, da habe ich vor Ewigkeiten, das war mein zweites Erklärvideo, um genau zu sein, zur Farmhalle. Also, warum jetzt hier der Grund? Und der Grund ist eben, besser gesagt, das Erklärvideo zur neuen Farmhalle. Denn die Farmhalle, das ist eines der wenigen Dinge, die sich eben bis heute, den 21. Januar, noch im alten Style von Farmrama wiedergefunden haben. Nun ist auch die Farmhalle an den neuen Look angepasst worden, an den neuen Farmrama-Style. Und das hat einige Änderungen mit sich gebracht, eben nicht nur in Sachen Look, sondern auch es kamen einige neue Neuerungen, was auch sehr, sehr gut ist. Und ganz neue Farmhallen Überblick, wenn ihr fragt, ja, alles schön und gut, wo finde ich jetzt aber was? Das möchte ich euch in diesem kurzen Erklärvideo nochmal widerlegen. Und morgen kommt dann auch ein Alt versus Neu, sprich mit dem Thema Farmhalle, die alte Farmhalle versus die neue Farmhalle. Gut, Farmhalle kann man natürlich weiterhin, betritt man sie hier in der Stadt, hier kann man sie betreten. Und wenn man reinguckt, öffnet sich hier in etwa dieses Fenster. Nur ist, dass es in verschiedenen, in mehreren Kategorien unterteilt ist. Vorher war nur offene und erledigte Quests, nun findet man nebenbei auch noch die Kategorie normale Quests, Spezialquest, wie hier beispielsweise bei mir eben, um den Hafen freizuschalten, hier die Schatzinselquest, Zuchtquests, wo man zu den ganzen Zuchttieren, ich denke, der Name müsste auch schon sagen, oder auch die Erzeugnisquests, die habe ich auch schon abgeschlossen, wären hier wahrscheinlich dann auch wohl drinnen, und dann eben die ganzen erledigten Quests, wenn man denn schon welche erledigt hat. Und als erledigt gilt eben nur diese Quest, die komplett absolviert ist, also nicht überall nur hier das silberne Ziel, sondern es muss wirklich jedes einzelne Aufgabe erfüllt sein, dann gilt es als erledigt, dann kommt es hier rein. Was auch neu ist bei der neuen Farmhalle, ist natürlich nicht nur der Look, der angepasst wurde, sondern auch, dass man jetzt spezifisch sehr, sehr gut suchen kann nach bestimmten Dingen, wie wir auch hier außen Shopping Center hier kennen bei der Suche, ist jetzt hier auch in der Farmhalle diese Suche eingebaut worden. Wenn ich zum Beispiel sage, ich suche die Straußenquest, so klicke ich mir jetzt hier eine Ewigkeit herum. Nee, ich gebe es einfach hier mal kurz ein, Str, und dann kommt schon irgendwas. Strauß, ein Strauß, Vögel, sehr, sehr gut. Suche ist auch sehr, sehr gut. Des Weiteren hat man aber auch die Möglichkeit, es weiter zu unterteilen. Und zwar kann man es ordnen nach Alter, nach Aktualität, nach Fortschritt, Farmquests, Tropenquests, A bis Z und auch nach Level. Also man hat die verschiedensten Möglichkeiten, je wie man es eben haben will, kann man das eben hier tun, finde ich sehr, sehr gut. Viele, viele Sachen, die es zu unterteilen gibt. Wenn man sich auch noch mal ein bisschen fragt, war mal, okay, man kann sich auch hier, wenn man aufs Fragezeichen klickt, ein kurzes Erklärvideo seitens Bigpoint offiziell hier angucken, ist auch sehr, sehr gut, kurz und knapp erklärt. Gut, desto weiteren ist es eben bei der neuen Farmhalle nun so, dass man mehr mit Icons arbeitet, als mit Text. Beispiel gefällig, gerne doch. Und zwar bei der alten wäre es eben hier gewesen, Aufgabe 1, Belohnung, ist dann eben, steht hier der Text, 730 Moosbeni, 1900 Erfahrungspunkte, 1 Stern. Bei der neuen eben hier sieht man 730 und eben das Moosbeni-Zeichen, 1900 und das Erfahrungspunkte-Zeichen und 1 und das Sternchen-Symbol. Ja, den Text allerdings gibt es immer noch eine Eventbeschreibung, was ich auch sehr gut finde, finde ich auch recht schick. Den sieht man jetzt hier eben auf der Seite. Kann man diesen einsehen. Was auch neu ist, apropos einsehen, ist, dass man ab sofort bei der neuen Farmhalle selber nachgucken kann, ohne irgendwo auf einer Fanseite zu gucken, um danach zu schauen, ich möchte jetzt hier bei Quest XY Aufgabe 3 machen, lohnt es sich, was gibt es denn da zur Belohnung? Nein, man kann jetzt hier direkt in der Farmhalle selber runter scrollen und dann sehen, ach okay, da gibt's das und jenes, da nicht schlecht, das mache ich oder mache ich eben nicht, wie man dann eben will. Das kann man nun tun, allerdings kann man das natürlich dann nur absolvieren, die jeweilige, wenn man die vorherigen Stufen hier absolviert hat, eben das Silberziel. Also man muss nicht überall natürlich auch weiterhin nicht Gold-Diamant machen, Silberaufgabe reicht. Apropos Gold und Diamant, da kommen wir zum weiteren Thema. Bei der alten war es eben so, dass es hier nebeneinander so angereiht war. Bei der neuen ist das jetzt hier, dass man selber hier reinklicken muss, kann, soll, wie auch immer, wie man es denn bezeichnen will. Und dann kommt man hier eben rein, Gold, Diamant, weiterhin für Silber gibt es 1 Stern, für Gold 2 und für Diamant gibt es 3 Sternchen.
Ja, wie gesagt, kann man jetzt hier selber runterscrollen. Das finde ich auch persönlich eine sehr, sehr gute Änderung. Also es muss generell sagen, morgen kommt dann Näheres dazu, wenn es euch interessiert. Die alte Farmhalle versus die neue Farmhalle. Dann könnt ihr morgen da reingucken ins Video. Aber ich kann schon jetzt eins sagen, die neue Farmhalle. Sie hat sehr, sehr viele gute Erneuerungen. Also großen Daumen nach oben, das sieht sehr gut aus. Ja, Farmhalle. Also für was dient sie denn generell? Natürlich für die ganzen Quests sieht man hier eben aufgelistet. Zu absolvieren, verschiedene Sachen freischalten von XY, die verschiedensten Sachen eben. Ja, also, das ist eben kurz die neue Farmhalle im Überblick. Sie hat sehr, sehr viele tolle Neuerungen. Nebenbei auch noch dazu gesagt, ist es jetzt hier, dass andere Symbole auch ans neue Design angepasst wurden, wie zum Beispiel im Sinne von, jetzt muss ich natürlich wieder suchen, ach, ich liebe den Vorführeffekt, das ist herrlich. So, beispielsweise hier Bracula, das hier jetzt die Kerze ist und vorher war es auch anders. Oder hier Party im Paradies ist jetzt hier das Äpfchen oder sonst irgendetwas. Oder Zuchtwettbewerb wurde hier bei den Icons auch was rumgeschraubt. Nichtsdestotrotz, ich finde die neue Farmhalle doch schon sehr, sehr gut. Anfang muss man sich natürlich dementsprechend wie auch bei allen neuen Sachen, wenn es grundlegend überarbeitet wird, ein bisschen reinfinden. Aber wenn man erstmal drin ist, dann ist es sich, wie ich finde, doch eine sehr, sehr gute Erinnerung. Ich finde easy. Sehr, sehr gut. Wie gesagt, morgen Näheres dazu. Wenn es euch interessiert, ich habe ja vor Ewigkeiten, wirklich vor gefühlten Jahren, ich glaube, das ist sogar ein Jahr her oder länger, noch mit meiner piepsigen Stimme dann, ja, das ist auch ganz interessant. Nee, und zwar ein Erklärvideo dazu gemacht, damals noch zur alten Farmhalle. Wenn euch das interessiert, da könnt ihr auch mal reingucken. In der Videobeschreibung verlinkt. Gut, dann war es das mit diesem kurzen Erklärvideo zur neuen Farmhalle. Was ist denn euer erster Eindruck? Habt ihr euch schon reingefunden in die neue Farmhalle? Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und wir hören uns bestimmt bald wieder, hoffentlich. Seid ihr dann auch wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.